Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Heute haben wir ganz was Besonderes vor, denn wir schauen uns die Union Pacific Challenge an von Smokebox, die seit kurzem im Steam Shop verfügbar ist. Und die Challenge gibt es ja schon ein bisschen länger für den TS Classic, aber wir hatten sie noch nie in so einem Detailgrad und quasi der Pro-Variante. Und ich würde sagen, wir schauen es uns erstmal von außen an. Es ist ein wunderschönes Modell und extrem laut. Hat ein richtig geiles Soundmodell, aber es ist brutal laut. Ich habe es jetzt mal ein bisschen runtergestellt und ich hoffe, es geht jetzt so von der Lautstärke her. Ja, zu viel Druck. Aber sieht wunderbar aus. Gibt es in unterschiedlichen Varianten, also mit den Deflektoren, ohne, in schmutzig und in sauber. Das ist jetzt hier quasi die saubere Variante. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal den Führerstand an. Das ist der Führerstand. Über 90 Bedienelemente haben wir hier drin, die wir auch nutzen können. Wir werden heute die aber nicht nutzen, denn ich habe mir das 72-seitige Handbuch noch nicht komplett durchgelesen, wie man die Lok im Manuell fährt. Wir haben hier einen künstlichen Fireman, der jetzt hier mal die meisten Controls übernimmt. Die Lok hat theoretisch auch einen komplett automatischen Modus, dann fährt sie auch von komplett alleine, dann kann man einfach ein bisschen zugucken. Und wir haben die unterschiedlichen Kamerapositionen hier. Also wenn ich einmal durchgehe, hier für die Smokebox, in unterschiedlichen Varianten, natürlich auch nach draußen, ein bisschen weiter von hinten, die totale hier. Ich meine, das ist riesig hier, aber geil. Wirklich eine schöne Lok. Oh, was kann ich hier machen? Ich kann hier das Licht anmachen. Generell. So, gehen wir hier mal wieder retour. Wir haben hier auch die seitlichen Bedienelemente. Gehen wir mal ein bisschen zurück hier. Was sind so viele Ansichten? So. Also ich kann ja komplett zu und aufmachen. Und hier das Zugseil fürs Horn. Das fängt dann auch zum Wackeln an, wenn man hier unterwegs ist. Und wenn wir gerade beim Horn sind, ihr müsst euch das mal anhören. Also wenn das mal nicht geil klingt. Eine von denen fährt auch noch rum. In der History Collection von Union Pacific. Und ich würde sagen, wir sollten jetzt auch mal rumfahren. Und wenn wir jetzt dann hier gleich die Kurve machen, werden wir hier mal auf das vordere Triebwerk achten, wie das dann seitlich ausschwenken wird. So, wir sagen jetzt hier mal Bremsen lösen. Oh, habt ihr jetzt das jetzt gesehen? Schaut mal hier aufs Triebwerk. Das ist mit simuliert. Das ist Hammer. Okay, dann Abmarsch. Also der Sound, das ist eine der geilsten Aufnahmen, die ich so in TS Classic gehört habe. Von der Dampflok. Hammer. Hammerteil. So, mal im Führerstand. Gehen wir mal auf die richtige Seite. Dass man weiß, wer ist. Ihr seht es, ist jetzt hier am Rumwackeln. Könnte aber mit der Zeit ein bisschen nervig sein. Ah, da haben wir Back Pressure, alles klar. Ich schau mal aus mit dem Druck. Nicht so gut. So. Ich würde sagen, wir gehen mal die Ansicht nach draußen. Muss eigentlich auch hier sehen. Oh ja.
Das Ding hat leider noch ein sehr ekliges Kuchenquietschen. Es ist, ich würde sagen, schon realistisch, aber boah, die quietscht ganz schön in engen Kuchen. Selbstverständlich haben wir hier auch noch eine Glocke. Die mach ich mal ganz kurz an. Da sieht sogar die kleine Animation hier. So. Gehen wir mal runter von der Leistung hier. Da kriegen wir mal eine schöne Cinematic-Aufnahme hin. Ja, ich glaube, das machen wir lieber selber. Irgendwie so. Ja? Also ganz habe ich es noch nicht draußen, wenn man sie richtig fährt. Aber da braucht es noch einige Trainingssessions, bis ich das Ding in manuell meister. So als kleines Goodie übrigens, die ganzen Güterwagen, was wir hier dran haben, sind mit dabei. Inklusive den kleinen Caboose hier. Oder Mannschaftswagen. So, und damit ich euch jetzt ein bisschen was erzählen kann, wenn wir hier die Lok haben, gehe ich jetzt in den komplett automatischen Modus. Dazu drücke ich einfach nur E. Und dann kommt auch schon die Meldung. AI Engineer enabled, Brake Alerts off. Und jetzt fährt die Lok komplett von alleine. Schaut, dass sie die Geschwindigkeit hält, bremst bei Signalen, je nachdem wie die Stellung ist. Und jetzt können wir quasi einfach die Fahrt genießen. So. Und wenn wir das tun, hole ich mir gerade mal die Info. Da haben wir es ja. Die Heavy Challenger von Union Pacific wiegt mit dem Tender über 1 Million Pfund. Das ist so Wahnsinn. Ich lese euch mal vor, was Smokebox zu der Heavy Challenger noch so sagt. Die Smokebox Heavy Challenger für Chinese United Classic bietet unübertroffenen visuellen Realismus und das volle aufregende Erlebnis, diese massive Lokomotive zu steuern. Wobei der Führerstand der Challenger mit fast 90 funktionierenden Bedienelementen, Anzeigen oder Animationen ausgestattet ist. Die 4664 bietet eine authentische Eisenbahnherausforderung eines echten Ingenieurs, ist aber auch zugänglich und unterhaltsam, unabhängig von ihrem Erfahrungsniveau. Also das ist jetzt vor allem mit der AI-Steuerung. Zu der bemerkenswerten Eigenschaft der Heavy Challenger gehört auch eine große Auswahl an anpassbaren Details, die während des Spiels angepasst werden können. Dazu gehören das Hinzufügen von den Rauchabscheidern, die Türen können wir auf und zu machen, die Einstellung der vorderen Kupplung, ob sie offen und zu ist, und die Schornsteinhaube, also die Klemmstelle-Schornsteinhaube können wir auf oder zu machen. Und natürlich anpassen der Klassifizierung der Nummer hier. Aber das mit dem Schornstein ist mir noch gar nicht aufgefallen. Okay. Damit sie mit der Lok anständig arbeiten können, enthält der Challenger die 10 Auswahl von zeitgemäßen Kühlwagen, einen C4-Kombiwagen von Union Pacific und eine Auswahl von 3 Karriereszenarien. Ebenfalls gibt es hier einen Haufen Quick Drive Consists, das ist einer davon, das ist jetzt hier beladen. Und ja, ansonsten 62 Seiten manuell durchlesen, wenn man das Teil in echt fahren würde. Und gerade dann auf hier ist dann auf einer Passstrecke mit schweren Wagen hinten drauf. Da macht es natürlich Spaß mit so einer Challenger zu fahren. Ah, ich hätte gerne noch mal Cinematic.
Also das Triebwerk von der Lokomotive ist schon einfach faszinierend. Wahnsinn. Alles von der Big Boy. Quasi der große Bruder von der Challenger. Das, ich meine, das Ding ist einfach gewaltig. Es wirkt jetzt hier gar nicht mal so groß, aber die Maschinen sind einfach richtig fett. Oh, was ist denn da vorne? Da haben wir eine Güterbewegung. Gehen wir mal auf die andere Seite. Na komm, eins weiter raus. Okay. Ja, der fährt. In die andere Richtung. Schauen wir mal ganz kurz auf die Karte, wo wir hier eigentlich sind. Ah, okay, der fährt hier ins Portal raus. Ein bisschen von da unten kommen. Und hier hätte man noch einen mega Pass hier. Wenn ihr euch mal das Streckenprofil gebt hier. Das ist irre. Ich glaube, da werde ich für euch noch ein paar Screenies machen hier von der Strecke. Wo man dann hier unterwegs ist. Wer ist das hier? Caliente. Oh. Ja, ganz schön lang der Konvoi da. Holla, der Waldfee, der ist einmal richtig lang. Okay. Der hat ein bisschen mehr zu ziehen als wie ich. Boah, da vorne können wir dann endlich mal ein bisschen auf Geschwindigkeit kommen. Ich würde aber sagen, ich fahre jetzt mal wieder selber. So, disabled. Jetzt kann ich wieder selber düsen. So, dann müssen wir lösen. Ich bin mir nicht sicher, warum das so ist, aber erst so ungefähr 30% kriege ich hier einen Backpressure und sie gibt Gas. Drunter passiert nichts. Big. Triple Cheeseburger. Ja, wer es mag, ne? Also ab und zu Mac ist ganz okay. Wobei, ich gehöre zu der Kategorie Burger King ist besser. Die Burger war viel geiler da. Warte, wenn jetzt hier aber nicht ein gutes Signal reinklatschen, oder? Ich möchte mit der jetzt mal auf Geschwindigkeit kommen. Ein bisschen cheaten und schauen wir auf der Karte. Oh, ist alles okay. Nochmal gelb. Oh, Tatsache. Wir kriegen rot. Sauerei. Warum ist es noch 20? Also deswegen, du bist da gar nicht einmal über die Weiche drüber. So, da kann man jetzt Schmackes geben. Andererseits, einmal nach vorne, glaube ich, jetzt gleich mal anhalten.
Ja, wir lassen sie mal rollen. Und wir mal schauen, ob wir sie den ganzen Konvoi zum Anhalten kriegen. Das wird bestimmt nur spaßig mit dem ganzen Gewicht. Wenn wir dann da hier nach dem Signal anhalten. Und das Geld. Ah, Moment mal, ist das schon das Rote? Weil er zeigt hier nur eins an. Okay. Haben wir jetzt noch einen amerikanischen Schulbus noch mitfahren? Das wär's auch mal. Und da fahr schon nicht einfach. Alles klar. Das ist ja ganz cool, die Projekte, wo die Schulbusse zu so Wohnmobilen umfunktioniert werden. Finde ich jetzt auch nicht schlecht. Würde ich mir jetzt auch machen lassen. Wenn ich das Geld dafür hätte. Und einen Busführerschein haben. Ah, Moment mal. Ich glaube, das ist gar nicht unser Signal, was rot hier ist. Das ist für die Gegenrichtung. Das sah mal so aus. Na, dann düsen wir noch mal ein bisschen. Oder? Ja. Da gab es aber noch mal ein drittes Gleis hier. Was ist das jetzt? Ist er hier am Blasen? Ah ne, am Abblasen. Aber langsam nichts mehr. Was ich bis jetzt noch vermisse, ist ein Tacho hier drin. Den habe ich noch nicht gesehen. Gehen wir mit dem Regler mal ein bisschen nach unten. Ja, ich glaube, zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs hat man hier noch kein Tacho eingebaut. Der Exhaust-Injector, Boiler. Oh, gebt euch das mal. Das ist cool gemacht, dass es sogar hin und her schwankt. Stoker Booster, Stoker Operating. Ah, je nach. Das ist dann quasi wie hier die Kohle über die Schnecke dann reingeführt wird. X-Hastinische Water Regulator. Ne, wir haben hier kein Tacho. Also, was ist die Anzeige da? Na, Steam Heat. Okay. Ist egal, brauchen wir auch nicht. So, ich würde jetzt gerne mal wieder nach ganz rechts hier. Kann man das? Cool. Ja, das können wir auch zumachen. Was ist das? Ah, Headlights. Mal kurz schauen. Alles klar. Ich sehe, dass die Steuerung hier oben ist. Ah, voll. Was macht er da? Okay. Wenn jetzt hier tagsüber sieht man jetzt nicht sehr viel. Ah, jetzt ist das auch mit an. Okay, lassen wir es mal in der Stellung hier. So, da war doch noch was mit dem roten Signal. Ah, wir haben grün. Sehr gut. Dann können wir mal Schmackes geben. Oh, jetzt muss ich zum ersten Mal arbeiten. Jetzt geht es ja schon mal leicht nach oben.
Eine Geschwindigkeit kann ich nicht halten. Ich bin hier ein bisschen zu schnell mit der Einstellung. Ich würde mal ganz kurz schauen, was die KI jetzt in der Situation machen würde. Eigentlich nicht sehr viel anders als wie ich, außer dass er jetzt hier den Richtungswender weiter nach unten gegangen ist. Ja, dann geht es einfach nicht schneller. Bei dem Gewicht hier. Es gibt sogar einen Quick-Drive-Consistor, sind es dann 100 Wagen. Die sind aber leer. Aber trotzdem, sieht danach nur geil aus. Ah, das waren früher schon Zeiten, wo die halt regelmäßig rumgefahren sind und dann der Boden richtig vibriert hat, wenn die Dinger vorbeigerauscht sind. Und zu übersehen, was beim Bahnübergang auch ist, so laut wie die Dinger sind. Aber ich glaube, wenn da irgendwann mal ein Fahrzeug oder so auf dem Bahnübergang steht, das Ding räumt einfach alles weiter. So, fahren wir wieder selber. Könnte ich mir schon den ganzen Tag anschauen. Also vor allem dann denke ich mir auf der Passstrecke wird es ein paar schöne Aufnahmen geben. So. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Oh, ich glaube, das ist hier gerade der Übergang, wo es nochmal steiler nach oben geht. Ja, ne, von dem wieder an Geschwindigkeit. Was ich jetzt noch gern wissen würde, ist, wie kann man hier den Windschalter ran machen? Das soll gehen, wenn man hier im Spiel ist, aber ich sehe da keine Option für das. Ich glaube, ich werde da noch mal kurz ins Handbuch angucken. Und für die Cinematic-Aufnahmen, die dann später noch kommen, werde ich sie dann mal mit Windschild sehen. Also Winddeflektor, so. So, allzu weit haben wir es nicht mehr. 5,2 Meilen. Dürfte dann kurz vor dem Pass sein. Oh. Hier war einmal ein Bahnübergang. Was haben wir denn hier angeschlossen gehabt? Alles ein bisschen Industrie hier. Ein paar Abstellungen. Ja, da ist sogar noch was. Ah, das ist noch angeschlossen. Nur nicht weiter nach hinten. Schön hier eigentlich. Was? Taxi, was? Call Guru Cab. Oh Mann. Okay, stellen wir uns mal hier hin. Wir machen mal den hier. Ah, vielleicht ein bisschen arg weit weg.
Okay, also der Tent hier ist, glaube ich, ein bisschen unnötig. So, was macht der Druck? Es ist okay. Ja, 1,1% Steigerung. Schlagt sie nur gut. Ah, ich würde es so cool finden, wenn man hier die Kesseldruckanzeige in der Ansicht auch noch drin hätte. Das wäre praktisch. Oh, da kommt ein Kollege vorbei. Dann gehen wir noch gerade mal auf die andere Seite. Ja, der ist aber modern unterwegs. Einfach mal Hallo gesagt. Aber eins sage ich euch, wenn das Lokführer die Lok oder die Big Boy unter Last gut fahren kannst, ohne dass du sie stallst, dann glaube ich, kannst du die Dampflok fahren. Das wäre für mich einmal die Oberklasse. Die Dinger im schweren Güterzugdienst manuell zu fahren. Traue ich mir selber gar nicht zu. Nächste Bahnübergang. Einmal ankündigen. Ist nur schön gemacht, dass die Glocke nicht komplett regelmäßig ist, sondern immer wieder so kleine Aussätze drin hat. Das gleiche hat, wenn man sie abstellt, dass er mal so kurz nachdingelt. Ich könnte das letzte so das ganz leicht so mal kurz ranhauen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich mit der Lockdown für die Cinematic Aufnahme den Pass überhaupt schaffe. Dem, was ich da hinten dran hat. Und jetzt schon am struggeln ist. Ah, werden wir dann sehen. Wenn es jetzt funktioniert hat, dann seht ihr, es sind definitiv in einer anderen Konfiguration. Aber anhalten wird es für mich noch spannend, weil ich habe sie bis jetzt noch nie punktgenau angehalten. Ich habe sie nur jetzt in einem Karriere-Szenario mal kurz ein bisschen ausprobiert und ein bisschen den Quickdrive ausprobiert, aber ich bin noch nicht angehalten mit der. Also zumindest nicht da, wo ich sollte. Andererseits, wenn dieser Haltepunkt jetzt hier so noch bergoben ist, glaube ich, habe ich die Gravitation auf meiner Seite. Möchtest du etwas schneller fahren? Geh mal ein bisschen nach oben hier. Ja, wirklich mehr wird's nicht. 50%. Nee. Gar nicht.
dachte, man hätte es eigentlich gesehen, wenn der Regler arbeitet. Komm, da schauen wir gerade nicht an. Machen wir es dann nochmal im Stand. Komme ich da noch irgendwie näher ran? Warte mal, kicken. Ah, doch, da oben. Nice. Hast du noch eins? Na, okay, schade. Dann geht das Ganze hier rein. Warte mal, gucken. Ja, cool umgesetzt. So, also mit der ganzen Spielerei habe ich wieder Geschwindigkeit verloren. Testen. Kann die KI das jetzt besser hier drauf? Extra mehr Speed als ich? Nee. Struggelt genauso wie ich. Jetzt fände ich es noch interessant, ob die KI auch selbstständig hier das Signalhorn abgibt. Davon beim Marker. Das wäre natürlich schon geil, wenn er das dann noch machen würde. Oh, ich glaube nicht. Und du bist jetzt vermutlich nur aufs Fahren. War so ein kompletter KI-Modus. Den würde ich mir noch bei anderen Loks wünschen, also gerade wenn man so Cinematic Shots machen will, dass nichts passiert. Das wäre noch mega praktisch. Weil man das jetzt gerade einfällt, da kannst du bei Transient World 2 und dann bald 3, das ist so zum Kotzen. Kannst du bei der KI mitfahren, aber da hast du ja, glaube ich, nicht die Option, dass du in die Außenansicht gehst, oder? Ich glaube nämlich nicht. Ich könnte jetzt da die KI mit dem Zweck entführen, wenn sowas ist. Jetzt kriegen wir auch wieder ein bisschen Geschwindigkeit hier. Aber es ist auch nur, wenn wir also 1,2% runter sind. Okay, da war nochmal gelb. Dann glaube ich, müsste jetzt unser Halt jetzt langsam kommen. Oder ist er da vorne? 0,8 Meilen, weit wäre es nicht mehr. Was haben wir eigentlich hier? Ah. Okay, jetzt mal auf und zu machen. Ja, sonst haben wir ja nicht wirklich was Spannendes drin. Ja, da wollen wir es mal anhalten. Interessant. Wenn ich das mal anhalten müssen und das bei uns nicht mehr weitergeht, kriege ich kein haltzeigendes Signal, sondern kann fort weiterfahren. Ist auch gerade der Start hier vom Pass, sehr genau.
wirklich weitestgehend ausrollen lassen. Oh, da werden wir dann voll den Bahnübergang blockieren. Ich meine Gaudi haben, wenn wir da einfach dastehen. Ich glaube, so ein bisschen Gas gebe ich nochmal. Cool. Die bleibt erstmal hier so stehen. Dann können wir hier mal auf Running gehen. Okay. Ja, das war die Fahrt mit der Challenger. Jetzt gibt es für euch noch ein paar Cinematic Shots und noch ein paar Infos, wie ich sie so finde. Also im Netz. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss. Und da bin ich jetzt auch wieder und jetzt kommen wir mal die paar Cinematics und da hört es auch das Kurvenquietschen, das ich vorher gemeint habe. Aber jetzt gibt es erstmal ein paar historische Fakten, natürlich direkt von Wikipedia. Fangen wir mal damit an, dass die Challenger, die Nachfolgelokomotive der Class 9000 war, das war damals einer der größten, bis dann die Challenger gekommen ist. Die grundsätzliche Bauart, wie die Challenger aufgebaut ist, nennt sich Mallet. Das ist eine Schweizer Erfindung. Und wir haben übrigens keine Verbundwirkung vom Triebwerk. Und die Aufteilung war natürlich nötig zwischen den zwei Triebwerken wegen der puren Länge, dass man entsprechend einen besseren Bogenlauf hat und eine bessere Geschwindigkeit. Aber vor allem den Bogenlauf. Weil wenn das Ding ein ganzes Teil wäre, dann passt aber eine schöne Kurve, damit die ja ein bisschen die Kurve kommt. Die Challenger hat vier Zylinder mit dem Durchmesser von 560 mm und der Kolbenhub war 810 mm. Und der Kessel selber hat einen Betriebsdruck von 250 PSI, der in einer späteren Version noch erhöht worden ist. Die allererste Challenger wurde am 25. August 1936 unter der Betriebsnummer 3900 bei Union Pacific in Dienst gestellt und sechs Lokomotiven der zweiten Lieferung wurden für den Einsatz im Personenzugverkehr ausgerüstet. Als man dann die Class 4000 gemacht hat, sprich die Big Boy, was quasi eigentlich die vergrößerte Weiterentwicklung der Challenger war, hat man aus dessen Kenntnisse ab 1942 eine verbesserte Version der Challenger gebaut und die hat dann Zylinder mit einem geringeren Durchmesser von 530 mm und eine kürzere Feuerbüchse, die auf 280 PSI erhöht wurde vom normalen Betriebsdruck. Insgesamt hat Union Pacific 105 Lokomotiven der Baureihe bzw. 50 davon in der verbesserten Variante angeschafft.
die Challengers von der dritten bis fünften Baulosis sind mit einem Tender der Bauart Centipede gekuppelt gewesen. Die haben 28 Tonnen Kohle und 95 Kubikmeter Wasser fassen können. Das ist schon eine ganze Hausnummer. Brauchst du aber auch, wenn du da ewig in der Pampa unterwegs bist. Aber trotzdem nicht schlecht. Von 1936 bis Anfang der 50er Jahre waren alle 105 Challenger in Chaiet stationiert, aber da die Diesellokomotiven und der Straßenverkehr zugenommen hat, ist die Dampftraktion halt immer weniger geworden. Und im April 1954 sind die Challenger nach Osten abgefahren worden und dort abgestellt worden. 1955 ist der Güterverkehr dann wieder mehr worden und man hat sie dann wieder in Betrieb genommen und wieder nach Cheyenne umstationiert, wo sie dann bis zum Sommer 1959 im täglichen planmäßigen Einsatz geblieben sind. Bis 1948 wurden sie noch bis nach Ogden eingesetzt und einige Challenger wurden sogar noch bis dem Sommer 1961 eingesetzt. Und bis zum Herbst 1962 waren sie nur als betriebsfähige Reserveloks in Cheyenne vorgehalten. Von 1981 bis September 2010 war die ab 1979 aufgearbeitete Lok 3985 eine betriebsfähige Museumslok in Cheyenne. Und im Oktober 2010 wurde sie dann nach einem schwerwiegenden Triebwerksschaden abgestellt. Und seit eben der Inbetriebnahme der Big Boy, der 4014, im Mai 2019, ist sie offiziell als Betriebslok in Ruhestand und seither im Lokschuppen abgestellt. Es gab mal Gerüchte, dass sie ab 2022 wieder fahren soll. Aber nachdem jetzt der Big Boy unterwegs ist und Union Pacific noch eine zweite historische Lok hat, mit der sie rumfahren, ist es momentan unwahrscheinlich, dass sie die Challenger wieder aufarbeiten. Zumindest in der nächsten Zeit. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.